Seid gegrüßt, ihr Helden. Ihr habt ja mitbekommen, ich habe in der Trailer-Analyse leider die Dolbra-Ruinen ein bisschen außer Acht gelassen. Ihr habt vollkommen recht, die sind jetzt in Tears of the Kingdom beleuchtet. Und ich habe mir so gedacht, da ich die Funktion habe, die Mittel und Wege, werde ich euch die Wege erleuchtet in diesen Ruinen mal zeigen. Oh, fuck yeah, this is the shit. Kill me now. Und das Coole an dem ganzen Projekt ist, wenn euch irgendwas Geniales hier auffallen sollte oder so, könnt ihr das direkt mal in die Kommentare schreiben. Übrigens bin ich auch auf Discord immer mal wieder aktiv und schau in den Theorie-Channel. Dort könnt ihr nämlich auch verschiedene Theorien posten. So, ich glaube, das wird jetzt so eine Art von Let's Play für Arme, würde ich mal sagen, weil wir das Ganze mal auf den Stegreif aufnehmen. Also, gucken wir uns erstmal an. Jetzt momentan ist der ganze Spaß noch dunkel, das wird sich aber jetzt gleich legen. Mal gucken, ob wir jetzt hier schon was Cooles haben. Ah, guck mal, das ist das typische Schlangen-Drachen-Symbol, whatever, das wir von den Sonai kennen mittlerweile. Wie gesagt, ich gehe auf die Artbooks immer noch nicht ein, beziehungsweise das Artbook gehe ich immer noch nicht ein. Wie ihr sehen könnt, wunderschön. Es ist endlich alles erleuchtet, so wie wir es in Tears of the Kingdom auch sehen werden. Ich bin mal gespannt, ob das auch wirklich 1:1 übernommen wird oder nicht. Hier haben wir die wunderbaren Sonai-Spiralen, wie wir sie kennen. Auch hier wieder die tollen Drachenschlangenköpfe, die ja geworshippt werden von Sonais. Das ist mal eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich weiß auch gar nicht, was die mit den Spiralen überhaupt auf sich haben. Aber ganz wichtig sind auf jeden Fall die Spiralen. Ich weiß nicht, ob das hier eigentlich auch wieder so eine Art Drachenkörper eigentlich darstellen soll. Aber ich bin eigentlich schon ziemlich sicher, dass das hier... Ah, ja. Das ist ein Drachenkopf. Das ist sogar ein ganzer Drache. Weil im Prinzip, das siehst du hier eigentlich im Dunkeln, siehst du das gar nicht so krass, dass hier eigentlich das ein Ding, dass das hier eigentlich ein Drache darstellen soll. Sehr interessant. Auch hier wieder die Sonai-Spirale am Kopf. Passt auf jeden Fall mit dem Artstyle, den wir haben. Da ist irgendwas umgekippt. Ich bin mal gespannt, was das hier sein soll. Ob das vielleicht diese Eulenstatue ist? Nein, das sieht einfach nur nach so einem ganz normalen Standardturm aus, der umgefallen ist. Muss aber auch erstmal geschafft werden, ne? So ein dickes Ding umzuquerfen. Meine Güte, meine Güte. Aber ich glaube, hier ist auch nichts Wertvolles dran. Das ist ganz normale Textur. Nichts mit Spiralen überzogen. Hier unten ist auch nichts Spannendes dran. Mal gucken, ob unsere kleine Säule irgendwas Cooles hat für uns. Nein, oh, da sind auch wieder nur die Drachen drauf. Ganz wichtig. Das hier scheint eine der Säulen zu sein, die hier einst standen. Die ist irgendwie 3 Kilometer weiter umgekippt. Interessant. Auch hier, ich hatte ja schon mal ein Video dazu gemacht gehabt, dass wir quasi diesen Drachenboss, der übrigens Gliok, glaube ich, oder Glikok, Gliok, irgendwie soweit, ich glaube, der heißt Gliok im Englischen. So heißt dieser wunderbare Drache. Da hatte ich ja die Theorie gemacht, dass hier ist eigentlich ein Leuchtstein, der leuchtet jetzt gerade nicht, weil ich jetzt hier gerade alles disabled habe, so dass wir überhaupt was sehen können. Und hier haben wir auch die Drachenköpfe. Natürlich sind das jetzt 6 Drachenköpfe, das hatte ich ja in dem Video auch erklärt, warum das 6 Stück an der Stelle sind. Das hat damit zu tun, weil zweimal der dreiköpfige Boss in Zelda 1 auftaucht. Übrigens, gar nicht mal so schwer der Boss, aber trotzdem. Irgendwie beim ersten Mal knackig, weil das Ding einfach zerstückelt. Also das ist nicht sehr schön. Das ist nicht sehr schön. Was lebt denn da draußen rum? Interessant, auch eine Säule im Nichts. Die gleiche Säule? Ah, ich glaube die hier. Whoops. Ich glaube die hier sind ein bisschen... Nein. Das sind genau die gleichen Säulen, wie wir sie kennen. Nur ein bisschen außerhalb. Ja gut, also ich meine, so eine Struktur ist ein bisschen merkwürdig. Die haben einfach überall irgendwas hingemacht. Hier haben wir, glaube ich, auch nochmal einen Drachenkopf. Tatsache. Und das hier ist... ein Stein ohne irgendwelche wichtigen Formationen. Das sieht auch wieder aus wie eine verkrüppelte Säule oder so. Also ich glaube, das Ding, die drei waren mal zusammen, die hier. Bin mir ziemlich sicher. Aber egal, was haben wir denn generell so? Die Standardwände bestehen also immer aus diesen Säulen hier, wo wir dann auch immer, ganz wichtig, die Drachensymbole haben. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann. Aber ich glaube, so von der Seite kann man es ein bisschen besser erkennen. Ne? Da sieht man so ein bisschen die Drachenform wieder. Ich meine hier so das Stück. Ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, die sind seitlich. Man muss das so... Also die liegen seitlich, die Dinger. Naja, wir wissen es ja. Die sind ja ein bisschen besessen von Spiralen und von Drachen. Aber... es gibt ja auch noch sehr, sehr viele andere Sachen. Zum Beispiel haben wir auch hier die wunderbare Eule. Ja, das soll tatsächlich eine Eule darstellen. Eule, ihr wisst ja, ne, Triforce der Weisheit, immer wieder damit gekoppelt. Sehr interessante Geschichte. Dass die aber auch hier steht. Also ich meine, man weiß ja schon mehr oder weniger, dass die Sonai an alle drei Attribute, sag ich mal, glauben. Also die haben jeweils das Schwein, Drachen und auch natürlich die Eule.
Ganz, ganz wichtige Kiste für die. Oh, das ist aber eine dicke Spirale hier. Oh, da haben sie sich aber Mühe gegeben. Die ist ganz schön fett, die Spirale. Meine Herren. Selten so eine fette Spirale. Oh, das ist ja auch eine Eule. Das ist mir noch nie aufgefallen, dass hier auch eine riesige Eule steht. Also wir haben nicht nur eine, wir haben noch eine. Und wahrscheinlich, wenn wir jetzt mal hier rausgehen, da ist bestimmt auf der Seite auch noch eine. Und natürlich ist hier auch noch eine Eule. Das ist ja fantastisch. Meine Herren, haben die irgendwelche coolen Designs eigentlich? Bis auf natürlich hier wieder die Spiralen. Die Sonne und ihre verdammten Spiralen, ne? Wie kann man so süchtig danach sein? Weißt du, die haben, das ist so, als würde ich mein Logo einfach überall ganze Zeit draufkleben. Überall, die ganze Zeit im Pattern draufkleben. Aber guck mal, hier haben wir auch schon wieder so ein Drachending. Aber diesmal außerhalb, das ist diesmal gar nicht so als Eingangsbereich geformt, das Ding. Das steht einfach so hier. Und vermoost. Sehr toll. Eine Mini-Babysäule. Ja? Im klassischen Stil, wie man sie kennt. Was haben wir hier hinten? Das sieht auch wieder nach zerstörter Drachensäulenartigen. Ja, das könnte auch wieder hier so ein Drache sein. Da muss hier irgendwo wieder ein Kopf liegen. Bin mir ziemlich sicher. Hier liegt irgendwo wieder ein Drachenkopf. Wir wissen nur noch nicht wo. Wo ist der? Warum ist hier kein Drachenkopf? Irgendwo muss dieser verdammte Kopf sein. Ah, das ist sehr interessant. Was haben wir eigentlich außerhalb der Dolbra-Ruinen? Ich meine, guck mal, hier ist ja noch sehr viel Wald, ne? Den sieht man, ich weiß gar nicht. Rennt man eigentlich hier auch im Wald rum? Boah, ja doch, ne? Das merkst du gar nicht. Überleg mal, guck mal, wie viel Wald hier ist. So habe ich mir übrigens damals als Kind immer den Kokiri-Wald vorgestellt. Also auf dem N64 in Ocarina of Time. So wäre der echt cool gewesen. Ich meine, die verlorenen Wälder, die sind zwar auch ultra cool, aber ich muss sagen, irgendwie so ein dichter Wald, das wäre einfach ganz anders gewesen. Das wäre so Nonplusultra. Hier haben wir wieder einen Kopf. Aber bisher immer nur eine relativ ähnliche Struktur. Aber wir können uns ja jetzt schon mal ein Bild machen, wie das denn aussehen wird, wenn wir dann in Tears of the Kingdom hier drin sind. Zumal, mich würde einfach mal interessieren, was wird der Bereich sein? Ich gehe eigentlich mal stark davon aus, dass wir zu irgendeinem Untergrund dadurch kommen. Ich meine, wir wissen ja mittlerweile, dass das Spiel größtenteils im Untergrund spielt, aber auch größtenteils na ja, das ist auch gut, ne? Wenn du sagst, größtenteils da und da. Ne, aber das wird, denke ich mal, hier irgendwie so einen Untergrundeingang irgendwo geben. Junge. Junge, was ist das denn? Oh mein Gott. Das ist mir noch nie aufgefallen, dass hier so viele Drachenköpfe sind. 2, 4, 6, 7. Und eine Eulenstatue, noch eine Eulenstatue. Alter, hier haben sie aber auch alles hingepflastert, ne? Einfach mal alles, einfach mal alles. Ich würde mal gerne wissen, wie die ganzen Statuen überhaupt umgekippt sind. Ich meine, guck die massiven Steine an. Wir haben Ruinen, die sind nicht ganz so, attackiert worden wie das Ding hier. Das ist schon ein bisschen sehr extrem, wie viel hier eigentlich ist. Was mich aber interessieren würde, ist, warum hier 7 Stück sind, sondern die 7 Weisen darstellen oder was. Also ich meine, 7 ist ja meistens so für die Zahl 7 Weisen in Zelda. Hier ist, glaube ich, übrigens auch immer der Feuerstab drin. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Der wird jetzt gerade auch nicht angezeigt, weil ich, wie gesagt, euch das ein bisschen beleuchtet habe. Dadurch fehlen ja die ganzen Items und so und die Effekte. Entsprechend ist auch jetzt hier kein Hinox oder so unterwegs. Der Dicke liegt ja, glaube ich, auch hier rum. Und auch hier haben wir wieder... Ne, ich glaube, irgendwo in dem ganzen Gewusel ist auch irgendwo noch eine Schweinestatue. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das hier war oder generell in den Wäldern da hinten. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich finde es aber wirklich sehr interessant, wie das ganze Gebiet hier so aufgebaut ist, dass wir immer Drachenköpfe haben. Alter, ist das ein Ouroboros? Guck mal, das ist doch ein Drachenkopf. Warte mal, das ist doch auch ein Drachenkopf, ne? Ich glaube schon. Das da ist ein Drachenkopf. Und ich glaube, das endet hier auch mit einem Drachenkopf. Jo! Geil, das ist einfach so ein... Ah, das ist ein verkrüppelter Drache. Das ist ein Drache mit 2 Köpfen. Interessant. Und die schließen jeweils die beiden Bereiche hier ab. Aha. Also wusste ich auch noch nicht. Ich finde das sehr cool, dass ich jetzt gerade ja ein paar eigene Erkenntnisse finde. Guck mal, das ist doch mal ein Let's Play für Arme, würde ich sagen. Aber interessant ist generell mal, ne? So die Dolbra-Ruinen von oben zu sehen, ist gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, hier sind auch Feuerstäbe oder irgendwas ist hier auch. Was zum Teufel? Hauptsache, das Fass ist hier noch geladen. Interessant. Das steht hier also. Da liegt auch ein Fass. Da ist auch nichts drin. Das sind aber so komische Strukturen, aber auch generell, ne? Wenn man sich das mal so anguckt, was die überhaupt erbaut haben. Das sieht einfach so fucking random aus. So ungefähr sah meine erste Minecraft-Welt aus. Ich weiß auch nicht, ob das hier irgendwie... Ich weiß nicht, das sieht aus, keine Ahnung, wie so ein Haus für Arme oder so. Hier hast du Stufen zum Reingehen.
Das sind ja wirklich Stufen. Hier auch. Das ist ein Animal Crossing Dorf. Ungefähr so war meins auch. So einfach alles irgendwie durcheinander besiedelt. Oh, nice. Wieder eine Eule. Also die haben definitiv mit den Drachen und mit dem Eulen viel mehr am Hut als mit den Schweinchen, was dann halt gerne darstellt. Die Kisten, da ist nichts drin geladen, interessant. Aber ich glaube, es gibt hier wirklich kein Schwein, ne? Das ist doch ein bisschen heftig. Ich habe gedacht, hier ist irgendwo ein Schwein oder so. Ein wunderbarer Brocken. Schön. Ich bin fasziniert von diesem Steinbrocken. Ansonsten haben wir eigentlich auch nur noch die Tür. Aber ich glaube, ansonsten, das große Geheimnis der Dolbra-Ruine ist, ja, glaube ich, nach wie vor einfach diese Stelle. Die hatte ich ja in dem Video thematisiert, wo ich gesagt habe, ey, das alles ist eine Anspielung auf ein Zelda 1 Dungeon mit einem dreiköpfigen Drachenboss. Und das Lustige war einfach, dass wir, ich glaube, einen Monat später den Trailer bekommen haben mit Tears of the Kingdom und dem dreiköpfigen Gliorg auf der Brücke, also dem Drachen. Ziemlich krank eigentlich, ne? Aber wie gesagt, die ganze Struktur hier, die ähnelt auch sehr. Was ich aber auch mal interessant finde, ist die, ja, Botanik, sagen wir mal kurz. Schau mal, hier ist ja alles so voller grüner, wunderschöner Bäume, so wie man sich die denkt. Und dann auf einmal ist hier so ein Gebiet, wo einfach alles, ja, relativ rest in peace ist. Würde mich mal interessieren, was der Hintergrund ist, warum hier tote Bäume stehen. Ob das irgendwie was mit diesem wunderbaren kleinen Säulchen zu tun hat. Aber irgendwas muss ja hier speziell sein, dass hier nichts mehr ist. Und ich glaube, das wird vielleicht noch in Tears of the Kingdom wichtig, weil die würden das ja nicht irgendwie aus Jux und Dollerei einbauen. Hier ist auch nur ein Drachenkopf. Ich hätte jetzt hier eigentlich irgendwie ein Schwein vermutet oder so. Oh, was ist das denn? Ich wusste gar nicht, dass hier so ein scheiß Stein drauf liegt. Interessant. Könnt ihr euch holen, wenn ihr irgendwie einen Stein braucht, warum auch immer, whatever, hier da drauf liegt der. Wundervoll. Cool. Wusste ich aber auch nicht, dass der da oben rumschillt, der Stein. Aber jetzt wissen wir schon mal ein bisschen mehr. Oh, guck mal, hier ist wieder so ein Drachending eingebuddelt. Allgemein, ne? Ziemlich viele Drachen im ganzen Gebiet hier. Und doch sind die Drachen gar nicht mal so krass wichtig in dem Spiel. Ich meine, wir haben unsere drei Drachen, die so ziemlich nichts machen. Außer einer natürlich, der so ein bisschen seine Quest hat. Aber ansonsten sind die relativ, ja, weiß ich nicht, bis auf die Schuppen relativ nutzlos. Was ist das denn für... Ungelogen? Das ist... Der Bereich ist mir noch nie aufgefallen. Ist euch mal der Bereich hier aufgefallen? So ein richtig geiler Miniraum? Was ist denn hier drinnen? Oh mein Gott. Ich glaube, das gehe ich mal ab, wenn ich da im Dunkeln nochmal durchrenne. Weil den Raum kenne ich nicht. Das sieht, weiß ich nicht, das merkst du auch gar nicht. Oh mein Gott, noch ein Stein. Oh, nice. Kann man sich auch holen. Nee, in den Raum gehe ich auch mal rein. Man muss sich halt nur mal die Wege merken oder so. Ne, ist ja an sich gar nicht mal so schwer. Guck mal, du gehst hier rein. Dann, wenn du hier einmal durchgegangen bist, gehst du eigentlich nur noch straight links, 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 links. Und dann, glaube ich, hier rein. Jo, cool. Dann werde ich da, glaube ich, auch echt mal reingucken, ob da irgendwas Spannendes ist. Könnte ich eigentlich auch direkt mal in dem Video machen. Wie komme ich denn von... Ah, guck mal. Wenn ich also... ich müsste also einmal mich drehen, dann dahin gehen. Ich glaube, das probieren wir mal. Das probieren wir mal. Wir sehen uns gleich mal wieder. Ich probiere es mal und gucke mir den Raum an. So, meine Freunde, da sind wir wieder. Es geht weiter. Ich versuche mich jetzt mal ganz kurz dahin zu begeben, wo ich hin wollte. So, fliegen wir auch mal ungefähr dahin. Ich glaube, ich habe noch nicht meine Fackel. Ich bin also perfekt ausgerüstet, um mich hier durchzukämpfen. Ich glaube, so ungefähr müsste ich fliegen. Ah, guck mal, da leuchtet auch was. Das ist ein wunderschöner Leuchtstein. Ich glaube, das müsste aber ungefähr hier so sein. Ja, das sieht, glaube ich, ganz gut aus, auch wenn ich eigentlich absolut nichts sehe. Dann nehmen wir uns jetzt mal hier unseren... Wollen wir mal gucken. Nein? Aha. Und wie ihr sehen könnt, sehe ich nichts. Verdammte Scheiße, wo bin ich jetzt? Ich brenne. Sehr gut. Also, das war jetzt eigentlich nichts. Aber guck mal, ich bin eine lebende Fackel. Eine lebende Fackel zu sein, ist auch, glaube ich, ganz... Wo bin ich? Fuck! Sehr gut, da ist Wasser, das war nicht so geplant. So, wir kämpfen uns unseren Weg durch. Ich weiß nicht, wo ich bin. Okay! Ich lebe gefährlich. Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube es. Ja, das ist, glaube ich, auch keine gute Idee, was ich gerade tue. Oh, warte, da leuchtet was, da leuchtet was. Wir wissen ja, dass irgendwo so ein verkackter Stein rumlag, ne?
Und das ist ein Pilz. Ja gut, nah dran. Nah dran. Dankeschön, kleiner Pilz. Ich bräuchte jetzt aber trotzdem irgendwie mal sowas wie eine Fackel. Ich habe keine fucking Fackel. Warum habe ich denn 100 Milliarden mal dieses scheiß Royal Claymore-Dingen hier rumliegen? Das braucht doch kein Mensch. Kann ich meinen Krogfächer irgendwie in Brand setzen oder so? Probieren wir es mal. Vielleicht erleuchtet der mich. Wow. Okay. Da hinten. Ich sehe nichts. Mein Arm leuchtet. Ich meine, das ist schon ganz nice. Nein, da ist nass. Nass ist nie gut. Warum bin ich denn so süchtig, mich umbringen zu wollen die ganze Zeit? Das kann doch nicht wahr sein. Kann ich nicht wieder eine lebendige Fackel sein? Da habe ich mehr gesehen mit. Oh, Halleluja, wie weit fliegt der denn bitte? Na, 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 ich brenne, dudela. Ich weiß absolut nicht, wo ich hin muss, ne? Ich bin wieder im Wasser, das ist nicht gut. Ich glaube, ich muss meine Reise gleich aufgeben. Das ist... Warte mal! Oh mein Gott! Yes, Mann, komm! Fuck! Ah, ist ja auf Japanisch gestellt. Wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Okay, können wir uns... Nein, auch abschminken. Das ist natürlich jetzt alles nicht so nice. Ah, da hinten leuchtet etwas. Ich bin wahrscheinlich schon vollkommen falsch, aber das ist völlig egal. Warte mal, hier liegen doch auch irgendwo Fackeln rum, ne? Ich glaube, das ist die Lösung für das Problem aller Probleme. Oh mein Gott. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier irgendwo eine Fackel rumliegen muss. Oh, das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Nein, nein! Oh mein Gott, ernsthaft? Das ist so unfair. Okay, probieren wir es nochmal. Das aber auch echt, ne? Arschig, dass das Feuer einfach verschwindet. Ah, da ist sie. Hallo, meine Babyfackel. Nice. Guck mal, wir haben jetzt eine wunderbare Fackel. Jetzt kann ich nochmal alles probieren. Okay, da ist wieder schon wieder Wasser. Ich glaube, hier ist der Ausgang. Ja. Das sieht stark nach Ausgang aus. Oder ist es der Eingang? Also im Prinzip ist beides das gleiche. Aber ich weiß gerade nicht, welche Richtung welches. Ich glaube, ich gehe gerade raus. Gehe ich gerade raus? Ich habe absolut keine Orientierung. Wenn jetzt hier gleich eine Eule kommt, dann bin ich auf jeden Fall reingegangen. Wo zum... Oh mein Gott, wo bin ich bitte? Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich bin. Ich wollte doch nur diesen einen Raum inspizieren. Aber guck mal, das macht schon krass was aus, oder? Wenn man jetzt einmal so die Droibra-Ruinen in Licht gesehen hat. Und einmal im Dunkeln. Ich glaube... Weißt du mal, ich weiß nicht. Kennt ihr One Piece? Meine Orientierung ist die von Zorro. Ich laufe geradeaus und verlaufe mich. Ich werde attackiert. Ich habe einen Wolf gehört, obwohl die nicht mal existieren in dem Spiel. Ah doch, klar. Was laber ich? Boah, ich bin so doof, ne? Ich glaube, weiß nicht. Corona nagt an meinem Gehirn. Ist nicht gut. Jetzt habe ich mittlerweile absolut gar keine Ahnung mehr, wo ich bin. Wasser? Ah, cool. Ja, gut. Super. Ich habe meine Fackel gelöscht. Halleluja. Das ist genau das, was ich brauche. Hör auf, den Baum zu besteigen. Oh mein Gott. Also, das wird kein Speedrun. Das wird kein Speedrun hier. Ich merke schon. Das ist alles sehr traurig. Ich glaube, ich habe meinen Raum. Das sieht sehr danach aus. Das sieht absolut nicht danach aus. Okay. Wenn ich eigentlich nur ansatzweise wüsste, wo ich denn jetzt gerade bin. Ich brauche einen Orientierungspunkt. Das Problem in den Deubra-Ruinen, es sieht alles gleich aus. Alles. Alles ist gleich. Das ist ja ganz fürchterlich. Und ganz viel Wasser. Ich kann auch im echten Leben, ich kann mich über Wasser halten, aber also ich kann schwimmen und so. Aber ich bin jetzt nicht so der sagen würde, ich bin der Mega-Schwimmer aller Zeiten oder so. So. Ich brauche nochmal Fackel-Action, weil ich meine Fackel jedes Mal kaputt mache. Sehr gut, das ist eine Ich habe einen riesigen Flammenball und ich schaffe es nicht damit, irgendwie ansatzweise Feuer herzustellen. Oh mein Gott, das ist dein Ernst, ja? Stirb, Gras! Stirb! Stirb! Da! Sehr gut, guck mal. Wir machen Fortschritte. Ich bin optimistisch. Ich bin sehr optimistisch, dass wir diesen verdammten Weg endlich mal finden.
Das ist auch ein bisschen untypisch, das Video. Ich weiß gar nicht, wer das überhaupt bis zum Ende guckt. Würde mich mal echt interessieren. Oder ob ihr generell so, ne? Also ich mache ja so zwischendurch seltener Art und Weise, mache ich dann doch mal Livestreams oder so. Habt ihr überhaupt Interesse an sowas oder so? Weil ihr kennt ja eigentlich nur Theorien von mir, ne? Nicht dieses, ich laufe durch die Welt und verkack einfach alles, was man verkacken kann. Oh mein Gott, ein Pilz! Ja, ja, ihr mich auch. Weißt du, würden die wenigstens Licht von sich abgeben, wie so Scheinwerfer, das würde mir schon helfen. Aber das tun die nicht. Wir machen das jetzt anders. Oh mein Gott, ich hätte mir das doch markieren können, ne? Das ist doch hier ungefähr. Boah, ich finde das furchtbar. Ich bin momentan... wenn du zwischen PlayStation und Nintendo, das verträgt sich beides nicht sehr gut, muss ich sagen. Oder generell, wenn du irgendwie Steam-Spiele spielst, da ist oftmals A und B vertauscht. Das macht mich sehr kirre gegenüber der Switch. Das macht mich sehr, sehr wahnsinnig. Das ist viel zu viel Umdenken. Das kann ich nicht. Ich bin alt, verstaubt und vertrocknet, wie ein alter Gernendorf. So, da oben will ich hin, ne? In die Richtung. Fackel brauche ich jetzt nicht aktivieren, weil das sowieso vollkommen für den Arsch ist. Wenn ich die jetzt anmache. Ich glaube, hier kann ich landen. Ja. Das war solider Untergrund. Siehst du, genau deswegen skippe ich hier die ganze Zeit raus. Ich brauche Untergrund. Nein, ich brauche keinen Untergrund. Quatsch, ich stehe hier, aber... Mann, mein Feuerstab ist kaputt. Warte, es gab doch den Trick, wenn man wieder hin und her switcht. Genau. Dann sind die aufgeladen. Könntest du bitte irgendwas in Brand stecken? Irgendwas. Das kann nicht wahr sein, dass ich hier ein Feuerinferno um mich schmeiße. Und es passiert nichts. Ich werde angegriffen. Idioten. Ja, das war zu mächtig. Okay. So, gucken wir einfach mal. Ah, ich bin schon wieder falsch. Guck mal, ich war schon wieder gedreht. Das waren die Fledermäuse. Ich hasse Fledermäuse. So als Tiere tipptopp, aber als Spielviecher-Gegner unnormal scheiße. Ich guck mal, ich war doch einigermaßen hier richtig. Irgendwo ist das hier. Wenn ich jetzt meine Fackel benutzen könnte, ne, das wäre superior. So, da haben wir's. Fackelchen, ich komme. Ich bin auf den Weg. Ich glaube, ich komme der Sache immer näher. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt überhaupt da hinten ist. Aber es sieht danach aus. Ne, warte mal. Hier sind, da sind die Köpfe, die Köpfe sind. Oh mein Gott, ich habe eine Idee. Ich habe eine wunderbare Idee. Oder auch nicht. Weil ich glaube, ich bin hier richtig. Ich bin hier richtig. Ich spüre es. Tief in mir weiß ich, dass ich jetzt komplett richtig bin. Ich weiß es einfach. Ich bin falsch. Sehr gut. Das hat schon mal nicht geklappt. Aber das muss doch hier sein. Das kann doch nicht weit sein. Hier ist ein Fuck. Fuck. Ein Vogel mein. Fuck. Okay. Das ist jetzt nicht so nice. Oh mein Gott, das ist das rumirrwarre Labyrinth überhaupt heute. Ja, ganz, ganz schlimm. Hier ist, glaube ich, hier sind die Köpfe, ne? Genau, das war das, wo ich im Video gesagt habe, hier ist eigentlich ein Leuchtstein, aber der leuchtet nicht. Dann ist das doch eigentlich auch hier so in der Ecke. Das muss doch dann hier sein, glaube ich. Nein, du verkackter Pin. Lass mich in Ruhe. Okay. Ich brenne den Wald nieder, dudela. So, jetzt sind wir aber auf dem richtigen Weg, Leute. Jetzt seht ihr mir hier ganz qualvoll zu, wie ich diesen verzweifelten Weg durch die Dolbra-Ruinen mache. Nur weil ich einmal gucken wollte, was in diesem verdammten Raum drin ist, weil ich mich nicht erinnern konnte. Weil ich mich an nichts erinnern kann. Ich kann mich gerade mal so daran erinnern, wie ich einigermaßen heiße. Ja, schon traurig. Aber... wenn ihr alt und vertrocknet seid, dann werdet ihr merken, was wahre Demenz ist. So, wollen wir mal gucken. Das sieht, glaube ich, gut aus. Nur, dass ich jetzt völlig falsch bin. Also im Sinne von, ich bin richtig, aber ich bin falsch. Ich bin schon richtig, aber ich bin an der Wand. Wenn ich jetzt hier reingehe, müsste theoretisch jetzt hier der Eingang gleich kommen. Und die Eulenstatue müsste gleich auf der rechten Seite sein. Okay, hier ist ein Baum, der sonst hier eigentlich nicht sein sollte. Sehr gut. Das sieht nicht sehr gut aus.
Ich bleib optimistisch. Okay, ich bleib optimistisch. Wir bleiben dran. Okay. Hier ist wieder die Wand. Aber guck mal, hier, oh, oh mein Gott, könnte es sein? Ja, Mama, Mama, Mama. Wir haben es geschafft. Da war die Eulenstatue. Hier ist der Eingang. Gucken wir mal, was hier Cooles drin ist. Weil eigentlich, ne, das ist voll der geile Raum. Und ja, oh mein Gott, hier ist eine fucking Truhe, die ich noch nie. Oh mein Gott. Stirb! Gib mir den Inhalt. Mein Leben ist erleuchtet. Guck mal, der guckt sich den leuchtenden Arm an. Er ist sehr fasziniert. Bist du ein Fan meines Arms? Dann musst du sterben. Sehr gut. Damit haben wir alles ausgerottet. Das sind X-Parasiten aus Metroid. Sehr schön. Gut, also das war die große, große Reise ins... Ja, von Licht in Schatten. Was will man bitte mehr? Ansonsten, keine Ahnung. Sagt gerne mal, wie ihr das fandet oder so. Ob ihr öfters mal so Videos sehen wollt, anstatt immer nur Theorien oder so. Ich bin jetzt sehr glücklich. Ich habe die Dolbra-Ruinen perfekt durchkämpft. Wie ein Profi, wie ein alter Schlachtveteran. Ah, fantastisch. Und mein... Ja, mein Sieg ist Schleim. Ein schleimiger Sieg. Bis zum nächsten Mal.